Im Münchner Norden liegt unser. Hallo, herzlich willkommen. Ich grüße euch. Bei mir ist der Kai. Hi Kai. Schön, dass du Zeit hast. Training vorbei. Ich vermute mal, es steckt auch ein bisschen in den Knochen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt wieder 2,5 Stunden trainiert. Trainer gibt Vollgas, dass wir gut gewappnet sind fürs Wochenende. Apropos Wochenende. Wochenende wart ihr spielfrei. Wie habt ihr das verbracht? Die Mannschaft regeneriert oder Mannschaftsabend oder was war so? Nee, also vom Trainer wurde angesagt, regenerativ. Und ich war daheim am See, war in die Berge unterwegs und habe da die Sonne ein bisschen genossen. Das war schön. Für dich steht ja was Besonderes an, weil du bist ja neu und jetzt dein erstes Heimspiel quasi im Seestadion. Wie ist es so? Fiebert man drauf hin oder wie ist die Gefühlslage? Ja, klar, fiebert man das erste Heimspiel, neue Saison, neue Mannschaft, gute neue Mannschaft. Erstes Heimspiel ist natürlich geil. Hoffe natürlich, dass so viel wie möglich Zuschauer kommen. Wir sind über jede Unterstützung froh, wer uns kennt. Und ich denke, dass wir das dann positiv gestalten werden. Wie geht ihr rein wegen dem Heimspiel? Punkt oder auf Sieg? Ich sage, jeder, wo Fußball spielt, will in erster Linie gewinnen. Und wenn man spielt, dann will man auch gewinnen. Was dann dabei rauskommt, wenn man alles raushaut, das ist dann nebensächlich, aber erstmal gewinnen. Du, am Wochenende ist ja hier auch am Samstag Schall im Schilf, deswegen ist ja bei uns auch ein paar Besonderheiten, wie die Parkplatzsituation. Da müssen sie ja hinten beim Tennisheim parken. Danach, je nachdem wie das Spiel ausgeht, wenn es positiv ausgeht, geht er nochmal rüber oder? Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das Spiel ausgeht und dann sehen wir weiter. Ja, okay, dann wollen wir mal gucken. Ich halte das mal im Blick. Ich sage danke dir erstmal, geh du jetzt erstmal duschen, weil 2,5 Stunden, also die Dusche hast du dir verdient. Wir sehen uns am Samstag. Der Besuch lohnt sich, wie er gerade gesagt hat. Es wird ein attraktives, interessantes Spiel. Bis dahin, auf Wiedersehen. Servus.